Jump shot is no good, but the follow is good by Timon, and he has a chance for a three-point play. Also ich freue mich natürlich riesig, dass ich mir diesen Status hier in Ludwigsburg erarbeiten konnte, dass ich hier einer der führenden Spieler sein kann oder diese Saison sein konnte. Ist für mich eine große Ehre. Ich freue mich riesig darüber. Ich hätte das vor den zwei Jahren auch wahrscheinlich nicht so erwartet. Aber für mich ist es natürlich super, dass es so gelaufen ist und ich mir die Rolle auch im Team erarbeiten konnte. Nee, also wir wurden mal damals in Erlangen als Mannschaft des Jahres geehrt. Das war damals eine U16-Mannschaft, also das war das einzige Vergleichbare. Aber habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich da auch so eine Anerkennung bekommen habe. Now the dump to Timon. He's gonna go right at Kamara. Spins, puts it up. Oh boy, he took him to school, didn't he? That was. Ich glaube, dass diese Saison im Großen und Ganzen eine wirklich sehr, sehr gute Saison war oder Saison ist. Ist ja noch lange nicht vorbei. Wir haben noch Ziele, die wir erreichen wollen. Gerade auch im Champions League Top 4 ist, glaube ich, vieles möglich. Aber auch in den BBL Playoffs. Ja, deswegen momentan ist es wirklich eine sehr gute Saison. Aber man kann sich jetzt da auch nicht drauf ausruhen. Klar hat man jetzt bis jetzt viel geschafft, aber jetzt fängt der Spaß eigentlich erst richtig an. Also ich bin eher der emotionale Zuschauer. Also ich lasse mich da auch gern hinreißen. Ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht mehr eingreifen kann, aber gefühlt, wenn ich zuschaue, also fühle ich mich so, als ob ich quasi auf der Bank sitzen würde mit Trikot an, und da ist man natürlich voll im Spiel drin. Also gerade wenn man dann wichtige Steals holt, einfache Punkte kriegt und die ganze Halle dann quasi, ich sag mal, am Ausrasten ist und einen nochmal anfeuert, das gibt natürlich auch einen extra Push. Also das Spiel ist sehr, sehr, sehr intensiv und da kommt man auch mal schnell außer Atem. Und dann hilft es natürlich schon ungemein, wenn die Fans dahinter einem stehen.